In diesem Video reden wir über meine Top 5 Shops im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Top 5 Video. Ich habe ja unter meinem letzten Video gefragt, was ihr euch denn für neue Top 5 Videos wünscht. Und da habt ihr einiges drunter geschrieben, einige Ideen, die habe ich noch alle notiert, kommen dann auch. Und in diesem Video zeige ich euch meine Top 5 Shops. Hier im Park, im Village, aber auch in den Walt Disney Studios. Und wir fangen an tatsächlich in den Walt Disney Studios. Ich zeige euch ein bisschen was, also ich erkläre euch, wo der Shop ist und was genau mir daran gefällt und zeige euch auch noch ein bisschen, was ihr in dem Shop bekommt. Das ist der Plan und ich würde sagen, wir starten, wie gesagt, in den Walt Disney Studios. Beginnen wir mit Platz Nummer 5 und ich stehe jetzt hier in den Walt Disney Studios und mein Platz Nummer 5 ist der Walt Disney Studios Store. Den findet ihr eigentlich direkt, wenn ihr reinkommt. Wo ist der Eingang? Da. Und das ist direkt der Store hier zu meiner Linken. Dort gibt es alles Mögliche aktuell. Zum 100. Geburtstag, zum 30. Geburtstag gab es das Merchandise. Es gibt auch die Minnie Mouse Kollektion. Also alle aktuellen Kollektionen findet ihr hier eigentlich auch. Und wenn es zum Beispiel Spirit Jerseys gibt, die sonst irgendwo ausverkauft sind, könntet ihr hier immer noch Glück haben und eure Größe finden. Also das ist mal so ein Geheimtipp. Wenn es irgendwelche Sachen im Park nicht zu finden gibt, dann schaut nochmal hier vorbei und ich zeige euch jetzt, was es da drin für eine Auswahl gibt. Wie gesagt, Platz Nummer 5 ist für mich der Walt Disney Studios. Also ich laufe jetzt mal kurz mit euch durch den Shop, werde jetzt hier nicht auf Preise oder sowas eingehen. Ja, hier gibt es Babysachen. Da vorne habt ihr die Minnie Mouse Kollektion. Mützen gibt es hier auch, weil es gerade kalt draußen ist. Im Sommer ist das, hängt hier natürlich was anderes. Könnt ihr Snacks, Süßigkeiten kaufen. Ich glaube, das Licht flackert gerade so ein bisschen und das kommt mir nur im Bildschirm so vor. Dann tut es mir leid. Also Geschirr gibt es hier auch, genau, Tassen, Lollis. Also hier findet ihr tatsächlich sehr, sehr viel Auswahl. Und wie gesagt, wenn irgendwas ausverkauft sein sollte, dann bekommt ihr es wahrscheinlich hier. Hier bekommt ihr auch die monatlichen Pins, die so rauskommen. Findet ihr an der Kasse. Hier gibt es auch Prinzessinnen-Merch. Prinzessinnenkleider. Wie gesagt, Pins in Hülle und Fülle. Hier sind, glaube ich, diese Valentinstags-Pins gewesen. Kuscheltiere. Also man kann es ein bisschen, nein, ich würde es nicht mit dem Emporium vergleichen, weil hier gibt es noch mehr Auswahl, aber schon von allem etwas. Und hier ist nicht immer so überfüllt. Im Disneyland Park habt ihr oft den Fall, dass die Shops so überfüllt sind. Hier geht es jetzt tatsächlich. Kommt man immer noch gut durch. Ohren gibt es hier auch. Und ja, hier gibt es die 30er-Kollektion und auch die zum 100. Geburtstag. Also hier die Ecke. Hinten im Shop ist immer saisonal, was gerade aktuell Saison hat. Findet ihr hier im Winter auch oft Christmas-Sachen. Also ein guter Shop. Komm hier gerne vorbei und schlender hier immer durch. Platz Nummer 4 ist für mich das Emporium hier im Disneyland Park, direkt am Anfang der Main Street. Eigentlich, wenn ihr in den Park, durch den Bahnhof in den Park reinkommt, hinter dem Pavillon findet ihr direkt den Eingang vom Emporium. Das Emporium ist riesig, es erstreckt sich fast über die halbe Main Street. Und da bekommt ihr, glaube ich, alles, was es mögliche gibt an Merchandise. Ohren, Klamotten, Spielzeug, Kuscheltiere, Disney-Prinzessinnenkleider, Magnete, Schlüsselanhänger, Souvenirs, Postkarten, ich weiß gar nicht. Also alles Mögliche findet ihr in diesem Shop. Was ihr genau dort findet, aktuell hier, zeige ich euch jetzt. Im Emporium könnt ihr alles Mögliche finden. Der Laden ist aber leider immer etwas überfüllt, außer ihr kommt morgens hier rein. Aktuell das 30. Geburtstag-Merch. Ohren, hier gibt es tatsächlich die größte Ohrenauswahl. Das werde ich auch mal oft gefragt. Wo gibt es die größte Ohrenauswahl? Die gibt es einmal im Emporium und auch am World of Disney, im Disney Village. Ihr bekommt hier Lanyards, aber auch Pins.
wie gesagt, hier kommt man sehr schwer durch. Kuscheltiere gibt es hier. Versuch hier einigermaßen durchzulaufen. Schlüsselanhänger, also für Goodies für zu Hause, kriegt ihr hier wirklich alles mögliche. Kleidung, Spirit-Jerseys gibt es da vorne auch. Es gibt hier so eine kleine Kleidungssection. Auch eine kleine Kinderabteilung. 2023-Merch. 30er-Kollektion. Loungefly findet hier, also wie gesagt, hier gibt es alles Mögliche. Kann man immer mal durchschlendern, um zu gucken. Wenn ihr sagt, ihr habt nicht viel Zeit, seid irgendwie nur einen Tag hier und möchtet aber trotzdem mal gucken, was es so an Merchandise gibt, dann nehmt einfach das Emporium, schlendert da durch. Hier bekommt ihr die meiste. Hier bekommt ihr direkt die meisten Sachen dann. Direkt. Magnete gibt es hier auch. Autogrammbücher für diejenigen, die Autogramme sammeln möchten. Aber auch wieder Geschirr, Tassen, Gläser, Snacks für den kleinen Hunger. Auch ein paar Figuren. Nochmal Ohren. Ganz viele Tassen und Schüsseln. Nochmal Ohren. Figuren. Postkarten. Also dieser Shop ist wirklich riesig. Der erstreckt sich, würde ich sagen, fast über die halbe Main Street. Kinderspielzeug, Prinzessin-Merchandise, Prinzessinnenkleider. Spielzeug, Prinzessinnenpuppen. Ich muss sagen, die finde ich ja echt gruselig. Ja, also ein kleiner Ausschnitt, da vorne habt ihr auch noch Kuscheltiere. Und schaut auch mal bei den Shops immer mal nach oben, denn die sind super schön verziert immer. Echt aufs kleinste Detail. Jetzt seht ihr die Hidden Mickeys im Zaun. Ja, also nicht immer nur auf das Merch schauen, sondern auch immer mal die kleinen Details hier überall. Platz Nummer 3 für mich ist das Harringtons. Und ich hoffe, ihr versteht mich, denn im Hintergrund läuft Dream and Shine Brighter. Ja, das Harringtons befindet sich im Disneyland Park, genau auf der Main Street. Und was findet ihr hier? Ihr bekommt hier Pandora, aber auch Figuren und aktuell die Eras-Kollektion. Aber normalerweise gibt es hier eigentlich nicht so viele Kleidung. Also es gibt natürlich auch Kleidung hier zu kaufen. Aber die Eras-Kollektion gibt es hier und es gibt auch Aribas-Produkte. Unter anderem Gläser könnt ihr hier gravieren und auch Schmuck. Was genau? Ich würde sagen, wir gehen rein, denn es ist ein bisschen laut hier. Dream and Shine Brighter. Aber ja, Harringtons Platz Nummer 3. Ihr seht, hier gibt es so Glasfiguren zu kaufen, aber auch Pandora. Es gibt ja 3 Pandora-Shops. Einmal hier im Harringtons, eine 4 mittlerweile. Ribbons and Bows, Harringtons, Studio One und Disney Fashion. Da geht's überall Pandora. Aber im Harringtons gehe ich am liebsten rein. Ansonsten gibt es hier auch noch so Figuren. Hier ist ein bisschen eng immer. Kronen gibt es hier so tolle Glitzerfiguren für ganz, ganz viel Geld. So ein Schloss für 600 Euro. Oder hier Minnie und Mickey für 9.900. Also Geld könnt ihr auf jeden Fall hier loswerden. Ansonsten gibt es hier Sammlerfiguren. Auch die vom 30. Geburtstag gibt es hier. Oder anderem die hier. Gibt's hier auch. Also wer Figuren sammelt oder mag oder Bilder auch, ist hier im Harringtons richtig aufgehoben. Auf die andere Seite, hier gibt es noch irgendwie noch die Alice im Wunderland Kollektion. Kleinere Figuren, Ornamente. Christmas ist hier auch ganzjährig. Und ja, hier hinten ist die erwähnte Eras-Kollektion.
Aber das ist tatsächlich sehr untypisch fürs Harringtons, dass es hier sowas gibt, so Kissen und Spirit Jersey und so, aber es ist halt dieser Kollektion geschuldet. Und ganz hinten findet ihr dann Schmuck. Genau, hier ist einmal der 30er-Jahre-Schmuck. Auch Gläser, die ihr dann hinter mir gravieren lassen könnt. Gibt verschiedene Gläser. Und dann gibt es hier den Schmuck. Das gehört halt alles zu Arribas. Gold, silbernen Schmuck, Mickey, verschiedene Designs mit Disneyland. Hier hinten könnt ihr dann die Sachen gravieren lassen. Kostet, soweit ich weiß, extra, aber ich bin jetzt nicht so oft hier, um mir Sachen zu gravieren. Aber ja, alles ist hier möglich. Hier gibt es auch die Tinkerbell-Gläser. Auch Tinkerbell-Schmuck. Also wer Schmuck kaufen möchte, oh, der ist aber schön. Habe ich auch noch nicht, ist mir noch nicht so aufgefallen, die Kette. Gibt es auch diese Sammelpuppen, die es bei Shop Disney immer gibt, wer sie sammelt. Genau, also das ist die Auswahl hier im Harringtons. Platz Nummer 2 befindet sich hier auch auf der Main Street und das ist für mich Floras Boutique. Es ist direkt hier am Anfang der Main Street, gegenüber vom Emporium eigentlich. Und warum Floras Boutique? Walt Disneys Mutter hieß Flora und der Shop wurde Walt Disneys Mutter gewidmet. Was findet ihr in dem Shop? Aktuell gibt es das 30. Geburtstag-Merch, also da war immer das neueste 30er Geburtstag-Merch, habt ihr hier gefunden. Aktuell auch das Disney 100-Merch, gibt natürlich auch in anderen Shops, aber ich finde es tatsächlich erstmal schön, dass es Walt Disneys Mutter gewidmet wurde und dass es da halt auch das aktuelle Merchandise gibt. Ich gehe da wirklich sehr, sehr gerne rein und zeige euch, was es jetzt hier in Floras Boutique zu finden gibt. Mein Platz 2. Was könnt ihr in Floras Boutique finden? Spirit Jerseys, wie gesagt, alles aktuell zum Geburtstag, zu den Festlichkeiten. Ist auch Ohren und die bekannten weißen Spirit Jerseys. Die Euro Disney Kollektion ist aktuell hier auch ein bisschen voll. Also der Laden ist nicht sehr groß, deswegen kann es ja ein bisschen knubbeln. Also in Floras findet ihr immer, also meistens immer die Saisonware. Und aktuell ist ja der 30. Geburtstag, deswegen früher vor dem 30. Geburtstag war dann hier immer Halloween dann aktuell drin. Und ich meine auch Weihnachten. Und hier ist jetzt die Kollektion zum 100. Geburtstag. Also wenn es was Neues gibt, findet ihr meistens auch tatsächlich hier in Floras Boutique. Ach so, was ich hier noch sagen kann, hier bekommt ihr den Fotopass. Das fragen ja auch mal viele. Wo bekommt man den Fotopass her für die Jahreskarte, aber auch generell hier in Floras Boutique? Könnt ihr, wenn ihr eine Jahreskarte habt, einfach hingehen und zeigen, dass ihr eine Infinity habt. Und dann kriegt ihr hier den Fotopass oder ihr könnt ihr eure Bilder auch anschauen. Und natürlich auch ausdrucken lassen. Das geht alles hier auch in Floras Boutique. Habe ich ganz vergessen. Und da seht ihr mal so ein cooles Oldschool-Bild. Wir kommen jetzt zu meinem Platz Nummer 1 meiner Lieblingsshops im Disneyland Paris und ich sitze bereits davor. Ich bin im Disney Village und mein Platz Nummer 1 ist das Disney Fashion. Ja, ich als Modeliebhaberin, ich liebe Klamotten, vor allem Disney-Klamotten, ist natürlich das Disney Fashion für mich auf Platz 1. Dort gibt es Herrenmode, Damenmode, Loungefly-Rucksäcke, Ohren glaube ich nicht, aber wir schauen gleich mal rein und ich zeige euch, was ihr alles im Disney Fashion zu kaufen bekommt. Gibt es hier im Disney Fashion? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Natürlich Klamotten, aber auch Schmuck. Wie ihr hier sehen könnt, hier gibt es so einen kleinen Schmuckstand. Herren- oder Unisex-Kleidung, würde ich jetzt mal sagen, gibt es hier. Auch die Armbanduhren. Die habe ich aber auch in Ribbons and Bows gesehen. Boxershort. Natürlich ist die Frauenabteilung viel, viel größer. Ja, die Mini-Kollektion, die goldene 30. Geburtstag. Also wer Fashion mag, Klamotten, der ist dann hier richtig. Der findet hier alles, was das Herz begehrt. Loungefleiß, Ohren gibt es hier auch, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe hier noch nie Ohren gekauft, glaube ich. Ah doch, die Euro-Disney-Ohren.
Hier Loungefleiß habe ich ja gesagt, die Bambi-Kollektion aktuell. Gibt es auch Trinkflaschen. Mandalorian. Klamotten, Accessoires gibt es ja auch, so Kinderschals und Cruella-Handschuhe. Ganz viele T-Shirts gibt es hier oben auch. Seht ihr da oben? Nachtwäsche. Falls ihr diesen Paris-Pyjama braucht, kommt ihr den hier auch. Spö-Jerseys. Trinkflaschen. Flausche-Pullis, wie gesagt, Nachtwäsche. Und hier gibt es auch so eine Vintage-Kollektion immer. Die ist schon ein bisschen teuer. Oder gibt es sie aktuell nicht? Ich glaube, nee, aktuell gibt es sie tatsächlich nicht. Es stand hier immer so eine Vintage-Kollektion, aber da ist jetzt die Snow White-Kollektion. Hier gibt es auch Pandora. Habe ich ja auch vorher schon erwähnt. Also da gibt es auch einiges an Pandora. Und nebendran grenzt direkt der Lego-Shop. Hier könnt ihr euch theoretisch auch noch, glaube ich, Jeansjacken und T-Shirts bedrucken. Ich kann noch gar nicht zeigen, was hier relativ voll ist. Ich laufe mal kurz hin. Genau, also hier habt ihr Jacken und T-Shirts und dann könnt ihr die hier an diesen Computern personalisieren. Und genau, da ist der Lego-Shop direkt nebendran. Ja, das war mein Top 5 Video zu den Disneyland Paris Shops. Und wie immer bei den Top 5 will ich eure Top 5 natürlich auch wissen unter den Kommentaren. Schreibt es mir gerne unten die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Wenn ihr noch weitere Top 5 Videos haben wollt, schreibt mir eure Ideen unten, auch unten in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.